Suche nach der unendlichen Freiheit der marokkanischen Wüste. Kein Support, kein Guide, nur das pure Abenteuer. Herzlich willkommen zu 700 vs. Wynet. Hier ist aber sketchy. Aber das Schiff kann ich ausgeben. Jeder von uns lag einfach mit dem Messer in der Hand da und wir haben einfach nur gehofft, dass wir jetzt nicht um unser Leben kämpfen müssen. Ja, gestern Nacht haben wir übrigens auch, abgesehen davon, dass die Luftmatratze kaputt gegangen ist und ich die Energy Cakes nicht dabei hatte, habe ich auch noch eine Gaskartusche und einen Gasbrenner gekauft, die nicht zueinander passen. Also wenn ich so weitermache, kann ich froh sein, dass ich überhaupt ein Motorrad dabei hatte. Und nicht 7 Paar Laufschuhe. Und alles linke. Guckt euch diesen Ausblick an, Leute. Wow. Da ja, Touristensteine. Alter, sieht das krass aus. Ui, Gegenverkehr. Guckt euch das Panorama an, da hinten noch. Wir sind jetzt gerade hier auf der Passstraße vom Tizintişka. Das ist ein Berg, der ist hoch. Wir sind hier auf fast 2000 Metern. Garmin Adrian sagt uns jetzt die genaue Meteranzahl. 1894 Meter. Genau, und es macht ziemlich Bock. Wir hatten es eigentlich langweiliger eingeschätzt, weil wir das letzte Mal mit dem Bus gefahren sind. Es war ein riesen Geiere. Aber so ist eigentlich ganz nice. So, das geht da links. Sieht da cool aus. Krass. Siehst du meinen Weg geradeaus? Sieht doch also prädestiniert aus für mich, oder? Meinst du, das geht? Soll ich? Weiß ich. Hä? Versuch. Ich versuch's mal. Sketchy. So, die verbinden sich doch wieder automatisch. Ja, hier ist sketchy. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll hier. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Da unten komme ich so nicht drüber. Aber das Schiff kann ich ausgeben. Okay. Ja, ich komme nicht raus. Okay. Geh mal ans Vorderrad, denke ich. Ich muss jetzt hinten voll ins Knie oder was? Okay, 1, 2, 3. Okay, stopp. Oh. Juhu, Adventure! Wie geht's deinem Knie? Ja, gut. Alter, ich bin unten reingefahren. Das war so steil. Und dann dachte ich, Alter, ich hab keinen Bock, da wieder runterzufahren. Dann habe ich einfach committed. Oh, das war richtig asozial. Alter. Wie das aussieht hier. Du kannst dir nicht glauben, wie meine Höhle angekickt. Echt? Ja. Ich bin um die Ecke gefahren, jetzt höre ich dich kaum noch. Alter, da unten ist ein Weg. Junge, guck dir diesen Weg an. Geil, ey. Sieht so geil aus. Unfassbar.
Leuchter. Also du kannst schon hochfahren, glaube ich. Und auf der anderen Seite kannst du easy wieder runter. Das ist so schön hier. Alter, wie das aussieht. Guck mal, wie geil das aussieht hier runter. Junge, die Karre. Ist geil, oder? Ja. Sowas finde ich macht übelst Bock. So Offroad, aber dann halt, wenn es jetzt nicht übelst die Hardcore-Scheiße ist. Weil das ist damit... So, liebe Leute, ein weiterer Tag neigt sich dem Ende, beziehungsweise ein weiterer, ne? Das ist eigentlich der erste richtige Fahrtag. Von morgens bis abends war geil, richtig geile Flussbetten gefahren, jetzt den schönen Sonnenuntergang, wir sind jetzt kurz vor Ursersatz, da wollten wir heute hin, hat alles geklappt, ja, hat mega Bock gemacht, ich denke mal, wenn so, wenn das der durchschnittliche Tag wird über die nächste Zeit, dann haben wir eine richtig geile Zeit hier. Wir bauen noch Camp auf wieder, wir müssen noch ein bisschen was zu trinken kaufen und die Kochsituation irgendwie lösen. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Ja. Schauen wir mal, wo wir enden. So Leute, sieht übrigens aus, wenn man auf der Suche nach einem Nachtlager ist. Wir fahren einfach Flussbett, solange es chillig ist, und dann ist Nachtlager. Und hoffen, dass keine Sturmflut ist. Zum Campen, Alter. Junge, hier ist ja Killer. Guck dir das an. Ja, hier ist mega, weil du siehst hier vorne den Sonnenuntergang. Oh, schön. Ja, das ist er. Der Spot des Abends. Herzlich willkommen zu Tag 3. Ist es Tag 3 schon? Ja, Tag 3 auf dem Bike. Tag 3 auf dem Bike. Wir hatten eine Geht-so-Nacht. Ich schneide euch hier mal einen kleinen Ausschnitt rein von ungefähr 2 Uhr. Status-Update 2:30 in der Nacht. Teil 2 von Lasst uns doch einfach in Ruhe pennen, ihr Scheißhunde. Das geht einfach so seit na, 40 Minuten oder so. Und wir dachten, wir sind außerhalb der Zivilisation und die Viecher kommen trotzdem irgendwie. Wir waren hier, also wie ihr seht, hier ist absolut überhaupt gar nichts drumherum. Ja, wir sind hier in so einem, ja, was ist das, so einem Auswaschungstal. Hier liegt überall so Salzkristallzeugs. War aber eigentlich ganz geil von der Location. Und dann kamen heute Nacht wieder irgendwelche Hunde und haben eine Stunde lang gebellt. Und wir dachten, wir lagen beide, jeder, wir haben Messer dabei. Und jeder von uns lag einfach mit dem Messer in der Hand da, eine Stunde lang. Und wir haben einfach nur gehofft, dass wir jetzt nicht rausgehen müssen und um unser Leben kämpfen müssen. Ja, naja, war ein bisschen rough wieder. Aber ja, Location ist fantastisch. War dann auch nichts, also war falscher Alarm quasi, aber dieses Bellen ist dann irgendwann so ausgeartet, dass wir, Adrian hat sich nicht gehört, hat nichts gesagt, aber ich habe dann irgendwann gemeint, Alter, hört sich das nicht an wie Stimmen? Und weil es sich irgendwann wirklich angehört hat wie Stimmen und wir halt unsicher waren, warum und wieso und, aber ja. Erzähl mal von deiner Luftmatratzen-Misere Teil 2. Ja, platt, ne? Ich bin irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht und war einfach der T-Rex ohne Arme. Man muss aber dazu sagen, wir haben die Luftmatratzen getauscht. Also ich habe heute auf der geflickten geschlafen und Adrian hatte die neue. Was ist? Mach doch mal langsam einen Wheelie. Man muss nicht dem Wheelie Tutorial geben. Ich muss runter. Shit. City Center oder Ursersat Altstadt wahrscheinlich eher, oder? Hier sind so alte Souks, schau mal. Ich glaube, das macht man so, oder? Oh, ja, schön.
aber du hättest fast einen Willi gemacht, ne? Alter. Danke, wollte eh nichts sehen. Oh, Junge. Oh. Oh, sorry. Schaum? Nö. Ich fahr ruhig weiter, ich war hier. Oh, aua. Was machst du? Ja, mach einmal. Oh, alle Taschen noch da. Alter, ist das geil. Hier ist auch mal Wasser gewesen, ne? Vor gar nicht allzu langer Zeit. Hello. Siehst du wieder? Ja. Ah, super. Ah, super. Ah, guck mal, da vorne, der See hat sogar Wasser dieses Mal. Oder hatte der letztes Mal auch, oder? Meinst du, ich kann Stufen fahren? Ja, kann ich. Ich guck mal, ob ich irgendwo runterkomme. Aber ich denke schon. I cannot hear you now. Yeah. Are you behind? Warte. Du musst dich binden. Hallo. Hallo. Hab dich. Komm, wir fahren. Das sieht einfach aus wie so ein scheiß Grand Canyon in Mini. Ja, Mini Canyon heißt es dann, oder? Oder heißt es dann trotzdem Grand? Oh. Ja, was heißt denn? Guck mal, warte, ich fahr da mal, mach deinen Wallride. Wallride! Geil! Ja, lass doch einfach hier durchfahren, das ist doch mega. Ja, hier könnte man auch theoretisch Bilder machen. Und praktisch? Ja, auch, oder? Ha! Grüße vom Unterfahrschutz, oder was? Ja, auf jeden Fall. Schau dann an AXP an der Stelle. Jo, was ist das denn hier? Oh, kommst du da weiter? Alter. Das ist so beeindruckend, das Ding. Das sah schon wieder so langweilig aus. Leute, schaut euch die Palmanplantage an. Grüß dich, Heiko. Moin Meister. Ich denke so ein Strohkorb als Taschenersatz. Wir sind in Uet El Hayay. Hayay! Die begrüßen Hi, sich. Ist der von die begrüßen sich hier nicht mit Hai, sondern mit Hayay. Und da ich das so appreciate. Nein, da habe ich noch ein Stück. Uiuiui. Also bitte nicht in so ein Ding rein crashen. Überleg mal, du fährst hier das Treff. Aber das ist genauso, das ist Dakar-Scheiße. Und guck mal, wir fahren jetzt 80, 90. Und die fahren hier halt 150, alles was geht und hoffen einfach. Da musst du halt richtig konzentriert sein. Aber ich glaube, genau so ein Zeug ist Dakar. Und da darfst du halt nicht vom Gas gehen. Das ist krass aus, ey. Das ist so krass. So froh, dass ich Boden gefeiert habe. Ich bin so froh, dass ich meine Fahrt und meine Riding Skills appreciate. Ja, aber ich kann da keine Motorrad fahren kann. Nee, Motorrad fahren kann ich nicht. Wir gehen da hinten, also wir fahren da so her und. Ja, lass da hochfahren. Hier wirklich? Achtung, große Steine hier. Ja, ich fahre rechts davon. Also hier ist wirklich einfach nur weit vorausschauen und gucken, dass man nichts groß trifft. Ich versuche das gerade, das ist so anstrengend. Brutal. Stell dir vor, du machst das 600 Kilometer lang. Aber geil. Richtig Dakar-Spirit. Alter, Wahnsinn, ey. Was wir für ein Scheiß erleben hier auf dieser Tour. Alter. Was ist das denn, ey? Appreciatest du das gerade? Wie sieht das denn aus?
Also das hier ist auf jeden Fall Hard Adventure. What a dream.